Guten Abend, liebe Wetzikerinnen und Wetziker. Haben Sie den Punsch auch schon parat gemacht? Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Illuminationsfeier. Das Jahr halte ich in einem anderen Format. Aber immerhin, unsere Feier findet statt. Denn Absagen wäre für uns keine Option gewesen. Und die Illuminationsfeier für unsere Weihnachtsbeleuchtung soll ja eine Tradition werden. Auf dem Weg zu einer Tradition ist es uns ganz wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen vom Coronavirus entsprechend respektieren können. Darum treffen wir uns halt nur virtuell. Es ist für uns wunderschön, mit Ihnen zusammen, liebe Wetzikerinnen und Wetziker, geschätzte Genossenschaftler, Gönner und Sponsoren, die Weihnachtsbeleuchtung miteinander können anzuzünden. Auch im besonderen Jahr 2020 schätzen wir das. Mit dem Wetziger Stern werden wir Lichterglanz in die Stadt bringen und Gesichter von gross und klein erhellen. Das gelingt uns hoffentlich mit unseren fast 60 Strassenlaternen und den 3 wunderschönen grossen Kreiselmotiven. An der heutigen Illuminationsfeier nehmen teil die Martina Buri von der Stadt Wetziken, die Andrea Dolder und der Birmi Bischofberger vom Gewerbeverein Wetziken, der Roland Trümpi als Geschichtenerzähler aus Wolfhausen und der Thomas Ineichen von der Musikschule Zürich Oberland. Nach dem Grußwort von der Martina Buri wird Andrea Dolder und der Birmi Bischofberger das Wort an sie richten. Sie reden über das Projekt, das als Partner von uns vom Gewerbeverein realisieren tun. Dann kommt der Roland Trümpi von Soul Touch. Bei Soul Touch ist der Name Programm. Der Roland Trümpi wird 2 Geschichten erzählen und uns dabei Gedanken für die Adventszeit weitergeben. Zwischen ihnen wird der Thomas Ineichen von der Musikschule Zürich Oberland uns musikalisch eine Untermalung bringen. Und übrigens, Sie dürfen den Wetziger Stern gerne weiterhin finanziell unterstützen. Sei das mit einer direkten Überweisung aufs Bankkonto oder auch mit Twint. Ganz modern und ganz einfach. Wir sind froh, wenn der Wetziger Stern Ihre Unterstützung weiterhin geniessen tut. So, und jetzt starten wir in unsere heutige Illuminationsfeier. Ich gebe das Wort gerne weiter an Martina Buri von der Stadt Wetziken. Schönen Abend miteinander, bis bald. Liebe Wetzikerinnen, liebe Wetziker, das Jahr wird die Weihnachtsbeleuchtung das 3. Mal erleuchten in Wetziken. Die Sterne lassen Wetziken erstrahlen in einer Zeit, wo manches geselligen Anlass wegen Corona mit Bekannten, Familien und Freunden leider nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Darum ist es umso wichtiger, dass wir ein schönes Licht werden haben in dieser Zeit. Und ich bin mir sicher, dass die Weihnachtsbeleuchtung vielen ein Lächeln wird ins Gesicht zaubern. Die Weihnachtsbeleuchtung ist nicht mehr wegzudenken aus Wetziken. Und ich danke allen Involvierten im Namen der Stadt, wo die schöne Stimmung jedes Jahr wieder aufs Neue ermöglicht, ganz herzlich für das freiwillige Engagement für unsere Stadt. Wir vom Wetziger Gewerbeverein möchten uns ganz herzlich bedanken für das Engagement von vielen Freiwilligen, Genossenschaftern, Sponsoren und Gönnern, die sich jedes Jahr für die Wetziger Weihnachtsbeleuchtung einsetzen und sie erstrahlen lassen. Es freut uns, Wetziger in einer wunderschönen weihnachtlichen Stimmung strahlen zu lassen. Es war kein einfaches Jahr fürs Gewerbe und manche kämpfen noch ums Überleben. Darum denken Sie daran, bei Ihrem weihnachtlichen Einkauf das lokale Gewerbe zu berücksichtigen und wie bei der Weihnachtsbeleuchtung ein Zeichen zu setzen, damit wir auch in Zukunft eine leuchtende Stadt mit reichhaltigem Angebot bleiben. Somit wünschen wir trotzdem allen viel Freude an dieser wunderbaren Beleuchtung und eine besinnliche und frohe Adventszeit. In der grossen, weiten Prärie von Nordamerika hat einmal ein Kojot gelebt. Und der Kojot ist jeden Abend auf einen Hügel gegangen, ist dort abgesessen und hat in den Himmel geschaut und die Sterne betrachtet. Jetzt, in einer Nacht, ist ihm ein Stern ganz besonders aufgefallen, weil der ist viel grösser gewesen als die anderen und der hat auch viel heller geleuchtet. Und zudem ist der Stern in dieser Nacht von Osten nach Westen gelangt. Er ist gewandert, aber ganz ehrlich gesagt,
Er ist nicht gewandert, sondern er hat so elegant getanzt, dass sich der Kojot unsterblich in den Stern verliebt hat. Oh! Oh! Was so viel heisst wie: Liebster Stern, ziehe mich zu dir rauf und lass mich mit dir tanzen. Der Stern aber war viel zu weit weg, als dass er das gehört hat. Und darum ist es dem Kojot nicht anders übrig geblieben, als jede Nacht auf den Hügel zu gehen, in den Himmel zu starren und seinen Stern anheulen. Jetzt, weil er das verschiedene Mal während verschiedener Nächte gemacht hat, ist ihm aufgefallen, dass der Stern an einer ganz bestimmten Stelle über einem Berg aufgegangen ist. Instinktiv hat er sich gedacht: Ich glaube, ich müsste dorthin gehen. Vielleicht treffe ich dann meinen Stern. Und tatsächlich hat er dann sich auf den Weg gemacht und er war ziemlich lang unterwegs gewesen, bis er nur schon am Fuß von dem Berg angekommen ist. Und noch viel länger hat es gedauert, bis er dann drauf oben gestanden ist. Aber dann ist er abgelegen und hat gewartet auf die Nacht und auf seinen Stern. Irgendwann hat die Nacht ihren dunklen Mantel über den Tag gelegt. Und dann ist genau das passiert, was sich der Kojote so gewünscht hat. Sein Stern ist genau an dieser Stelle aufgetaucht. Wiederum hat er in den Himmel geheult. Und der Stern, was hat der gemacht? Tatsächlich, der hat den Kojot bei den Pfoten gepackt, hat ihn zu sich aufgezogen und gemeinsam sind sie in den Himmel getanzt. Das war wirklich der glücklichste Moment im Leben des Kojot. Er hat die Augen zu, ein paar Tränen sind im Backen durch abgerollt und er hat in den Himmel geheult. Und die beiden, ich sage es euch, die haben so harmonisch miteinander getanzt, als wenn ein unsichtbares Orchester eine Melodie spielt. Einmal sind sie ganz nahe beieinander gewesen, dann sind sie weiter auseinandergegangen, einmal ganz zärtlich Backen an Backen. Das war wirklich der schönste Moment im Leben des Kojot. Jetzt, für den Stern ist das etwas anders gewesen, weil der hat ja müssen in dieser einen Nacht von Osten nach Westen gelangen. Und dabei hat er müssen pressieren und er hat gar keine Pause können machen. Und das wiederum war schwierig für den Kojot. Wie schon nach einem Viertel vom Weg hat der Kojot geschwitzt wie verrückt und sein Herz hat gebochen wie wild. Aber er hat sich gedacht: Nein, jetzt kann ich einmal mit meinem Stern tanzen. Jetzt lasse ich sicher nicht los. Aber es ist immer schwieriger und schwieriger und schwieriger geworden. Und etwa nach der Hälfte vom Weg hat der Kojot nicht mehr können. Er musste loslassen und er ist gefallen. Er ist gefallen. Er ist immer schneller gefallen. Er ist immer schneller gefallen. Und dann hat er Feuer gefangen und ist dann als wunderschöne Sternschnuppe runtergefallen auf den Boden, auf die Erde. Unten auf der Erde sind die anderen Tiere gestanden und haben ganz genau beobachtet, was sich da oben am Himmelszelt ereignet hat. Jetzt die einen Tiere haben gesagt: Das geschieht dem Kerl recht. Hat der gemeint, er könne mit seinem Stern da im Himmelszelt umeinander tanzen? Er wäre viel gescheiter auf dem Boden geblieben, wo er hergehört. Die anderen Tiere aber haben gesagt: Nein. Der Kojote hat schon richtig gehandelt. Er ist seinem Herzen gefolgt. Und hat er sich nicht in selber Nacht einen Herzenstraum erfüllt? Ist das nicht viel gescheiter, als sein Leben lang auf dem Boden sitzen, in den Himmel starren und seinen Stern anheulen? Ich bin ebenfalls der Meinung, dass der Kojote schon richtig gehandelt hat. Er ist tatsächlich seinem Herzen gefolgt. Und unter uns gesagt, in ganz klarer Nacht. Und wenn ich ganz genau schaue, dann habe ich heute noch das Gefühl, dass ich sehe, wie der Kojot und der Stern ganz harmonisch im Takt von Osten nach Westen über den Himmel tanzen. Thank you.
Es war einmal eine Frau. Die hatte ein langes und reichhaltiges Leben gehabt. Sie war ziemlich erfüllt von diesem Leben. Aber es hat noch einen grossen Wunsch gegeben, den sie sich erfüllen wollte. Und die Frau, die war im besten Alter, was so um die. Ja, sie war eben im besten Alter. Und die Frau aber hat den einen Wunsch noch gehabt. Und wie sie gewusst hat, dass es ganz hoch oben in den Bergen einen alten, weisen Mann gibt, der alle Geheimnisse der Welt gelüftet hat und ihm sind sich sämtliche Mysterien sind ihm klar geworden, ist ihr auch klar gewesen. Sie muss den Mann finden, weil der kann ihr sagen, was sie muss machen, damit sie den einzelnen Wunsch noch für sich kann erfüllen. Also hat sie sich auf den Weg gemacht. Ob sie so lange gehabt hat wie der Coyote, weiß ich nicht. Aber irgendwann, ganz hoch oben in den Bergen, tief hinten, in einem kleinen Tal, hat sie ihn gefunden. Er ist in einer kleinen Höhle gesessen, umgeben von brennenden Kerzen. Und wo sie ihn angeschaut hat, hat sie gesehen, dass er ganz sympathische, warme Augen hatte. Unzählige Lachfältchen, das kommt dabei raus, wenn man dann so schnell reden will. Unzählige Lachfältchen hat er im Gesicht gehabt. Natürlich weisses Haar und einen langen Bart. Jetzt ist sie also da gestanden, die alte, die Frau im besten Alter. Sie hat den Mann angeschaut, alle Mut zusammengenommen und dann zu ihm gesagt, o edle Weise, ich habe noch einen grossen Wunsch, und zwar will ich ewig leben. Was? Ewig leben willst du? Dann muss ich dir sagen, dann musst du ab heute aufhören, Bier, Wein, Likör und Schnaps trinken. Du darfst nie mehr Fleisch, Brot, Gebäck und schon gar kein Schoki essen. Du darfst nie mehr singen, tanzen, musizieren. Du darfst dich nie mehr in Liebe mit einem Mann vereinigen. Du darfst nie mehr an einen Geschichtenabend vom Roland gehen. Und was dir am schwersten wird fallen ist, du darfst nie mehr an eine Illumination in Wetziken von der Weihnachtsbeleuchtung gehen. Was? Sie hat so nachgedacht. Aber edlerweise, das heisst also, wenn ich ab heute auf Bier, Wein, Likör und Schnaps verzichte, wenn ich ab jetzt kein Fleisch, kein Brot, kein Gebäck und kein Schoki mehr esse, wenn ich nie mehr singen, tanzen, musizieren, wenn ich mich nie mehr in Liebe mit einem Mann vereinige, wenn ich nie mehr an eine Geschichtenabend vom Roland gehe und wenn ich ab sofort keine Illumination mehr in Wetziken für die Weihnachtsbeleuchtung anschaue, dann werde ich ewig leben. Er hat sie so lange angeschaut, dann hat er mit den Achseln gezuckt und dann so gesagt, also ob du ewig leben wirst, das weiss ich nicht. Aber es wird zumindest ewig vorkommen. Das sind die zwei Geschichten im Zusammenhang mit dieser Begleitung, mit dieser Illumination von der Weihnachtsbeleuchtung in Wetziken. Mein Name ist Roland Trümpi, Erzähler. Besten Dank. Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit und ganz eine schöne Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund, zum Wohl!